Hallo, ich bin Marisa und ich bin die neue Stimme von Luna und ich wünsche euch viel Spaß bei Sailor Moon German. Ich bin Sailor Moon German und ich bin Sailor V German. Und im Namen des Mondes informieren wir euch. Aus diesem Grund bekommen Sie solche Noten. Hey Moonies, herzlich willkommen zu diesem Sailor Moon Crystal Review Video. Ja, es ist endlich soweit. Sailor Moon Crystal ist angekommen, aber so richtig. Nicht nur im Fernsehen durften wir die erste Staffel von Sailor Moon Crystal sehen. Nein, jetzt können wir sie auch zu Hause sehen. Zwar immer noch auf Animax im Fernsehen, aber auch auf DVD und auch auf Blu-ray. Ja, Hase Deutschland hat die erste Box released. So sehen die aus. Und wir schauen uns die mal genauer an. Von der Aufmachung her wirken sie sehr elegant, würde ich sagen, denn klar, Sailor Moon Crystal ist ein Reboot von unserer heißgeliebten Serie Sailor Moon, das Mädchen mit den Zauberkräften. Es richtet sich durchaus an ein älteres Zielpublikum, also an alle, die, so wie ich damals, Sailor Moon als kleines Kind geguckt haben, im Kindergarten und in der Schule. Wir sind natürlich etwas älter geworden, aber die Leidenschaft ist immer noch da und ja. Deswegen ist es auch an der Zeit, dass wir älteren Fans Sailor Moon in der heutigen Zeit genießen. Und das spiegelt sich auch nicht nur in der Serie wieder, auch bei der Aufmachung her. Es gab quasi einen Vorreiter bzw. ein Produkt in Japan, das ist die japanische Blu-ray-DVD-Box. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, was ich mir damals gekauft habe. Und wie ihr hier schon sehen könnt, es ist wirklich sehr originalgetreu gehalten. Also das ist jetzt die japanische. Leider haben wir dieses Feature nicht, dass eine Musik ertönt. Aber ich glaube, das ist auch im deutschsprachigen Raum nicht so etabliert. Aber was ich euch zeigen möchte, ist Folgendes. Und zwar die japanischen DVDs hatten dieses Cover. Prägt euch das ein. Und diese zwei Booklets. Diese Booklets hatten Informationen wie zum Beispiel über die Objekte von Sailor Moon. Sie hatten auch Informationen zu den einzelnen Episoden, zu den Charakteren. Das andere Booklet sind Set-Tiles, also die Zeichnungen von der Produktion damals. Dazu gab es bei der japanischen, gab es auch Extras, solche Charms, solche Anhänger. Ja, in Japan ist es, denke ich mal, ganz gang und gäbe, dass eine DVD auch mit vielen Extras erscheint und man dachte sich hierzulande, wie adaptiert man das um? Schauen wir uns mal die deutschsprachigen Releases an. Wir nehmen mal jetzt die DVD-Box her, vom Styling, wie gesagt, orientiert es sich 1:1 am japanischen Original. Und wenn man reinschaut, springt uns schon das Cover an, auch das gleiche wie die japanischen. Aber es geht ja noch weiter. Inlay schaut auch sehr elegant aus und von der anderen Seite strahlt uns schon die Hauptperson an. Was bietet die deutsche Version? Und zwar gibt es einmal, neben natürlich den folgenden, dazu kauft man ja schließlich eine DVD oder eine Blu-ray, um sich das mal anzuschauen,
Postkarten. Und zwar mit den anderen Motiven. Denn folgendes Dilemma erwartete uns, sage ich mal. Denn in Japan ist der DVD-Markt doch etwas anders wie der deutsche. Da wurde die Serie auf, wie gesagt, diesen Boxen hier released. Aber nur 2 Stück pro Box. Demnach gab es natürlich mehrere Boxen, die halt auch dementsprechend mehr gekostet haben. Hierzulande hat man auf die erste Box 7 Folgen gepresst. Naja, jede Box in Japan hatte natürlich ein eigenes Style. Also die erste Sailor Moon, klar, die zweite ging um Sailor Mercury, Sailor Mars und so weiter. Wie verpackt man das hierzulande? Denn hierzulande hat man ja nur 4 Boxen schlussendlich. Und deswegen hat man gleich die anderen Sailor-Kriegerinnen abgedruckt als Postkarten. Und ich nehme mal stark an, dass in den kommenden Boxen dann auch die anderen Cover auch als Postkarten mit dabei sind. Uns erwartet auch ein Booklet. Das war auch der Grund, warum es zu dieser Verzögerung gab. Denn eigentlich sollte es ja im Rahmen der Leipziger Buchmesse, passend zu Sailor Legend, unserer neuen Kampagne, den Release geben. Es hat sich verzögert wegen diesem Booklet, weil kurz vor knapp hat man doch das Okay von Japan bekommen, auch die exklusiven Charakter-Guides etc. mit einzudeutschen, und es ist sehr interessant, wenn man sieht, wie die Charaktere von allen Seiten ausschauen, Randinformationen, was haben sich damals die Zeichner überlegt gehabt. Das finden wir hier drin wieder, auch alles schön übersetzt. Eine kleine Folgenbeschreibung nenne ich sie mal. Und von der Aufmachung her auch fast 1:1. Aber das ist noch nicht alles. Und zwar haben wir natürlich einen Schuber. Da passen dann später die zweite Box rein. Und ab Box 3 gibt es noch einen Schuber. Dann hat man 2 schöne Schuber mit allen Volumes drauf. Und hier drin befindet sich auch noch was. Neben Werbung von Kase. Und zwar Magnete. Sieht man einmal Sailor Moon und einmal Tuxedo Mask. Gibt es als Magnet, die man sich auf den Kühlschrank pinnen kann oder woanders. Das ist mit dabei. Die Blu-ray bietet genau das gleiche. Also keine Panik, dass ihr, wenn ihr die Blu-ray jetzt kauft, leer ausgeht. Nein, da drin ist das gleiche. Aber auch die DVDs selber haben natürlich ein Extra. Auf der ersten Box finden wir das Opening und das Ending ohne Text drauf, also Creditless Version davon. Und natürlich kommen die Folgen einmal auf Deutsch und einmal auf Japanisch und deutschen Untertitel daher. Das war ein kurzer Überblick über die deutschen Releases im Schnellvergleich mit den japanischen. Und ja, ich persönlich freue mich sehr, wenn dann auch die nächsten Boxen erscheinen. Ich fiebere schon dem entgegen. Und ja, ich hoffe, ihr auch. Eine schriftliche Review findet ihr natürlich auf unserem Blog, und wir halten euch natürlich weiterhin im Namen des Mondes auf dem Laufenden. Bis denn! Ich habe bereits nach dir gesucht. Du bist die auserwählte Kriegerin. Du hast jetzt eine Mission, Usagi. Das Böse ist hervorgekommen. Du musst die dunklen Mächte besiegen. Moon Prism Power! Mega! Ich komme sowas von zu spät! Genau aus diesem Grund bekommen sie solche Noten. Streng dich mehr an, Miss Tod-Frisur. So erscheine. Die Person, die ihn ihr Eigen nennt, wird der Herrscher über das gesamte Universum sein. Diese dummen Menschen. Anscheinend ist der, nach dem ich suche, immer noch nicht hier. Sich hier befinden, der magische Silberkristall. Erhebt euch, ihr Diener, die ihr eure Energie für unseren großen Herrscher zur Verfügung gestellt habt. Ich blute, das tut weh. Wie konnte ich nur in so etwas hineingeraten? Ja. Sailor Moon, hör auf zu heulen, aber sofort! Ich konnte den magischen Silberkristall nicht finden, aber dafür habe ich etwas Interessantes entdeckt. Ich heiße Tuxedo Mask, Sailor Moon. Ich werde deinen Namen niemals vergessen.